Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3 mit diesem sehr interessanten Startbildschirm, der mir schon mal sehr gut gefällt. Und ja, da steht jetzt drücke Eingabe zum Starten. Machen wir das doch mal und damit sind wir auch direkt im Menü. Ich würde direkt mal sagen... Willkommen bei der Kampagne. Nehmen Sie sich kurz Zeit, Ihren Agenten vor der Kampagne anzupassen. Geschlecht wählen. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank in diesem Fall an GamesPlanet, die es Tatsache ermöglicht haben, dieses Spiel zu spielen. Und ja, wir spielen Black Ops 3 die Kampagne durch und ein bisschen Multiplayer wird es dann auch noch geben und alles mögliche und bla 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 bla. Und ja, wir gucken jetzt mal hier, dass wir die Charaktere hinkriegen. Activision hat mal wieder einen Call of Duty rausgeworfen. Warum haben die alle einen Bart? Mann, wir nehmen jetzt einfach den, weil der mir irgendwie am nächsten kommt. So, realistisch. ja, ich glaube, ich bin einfach nur schlecht, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Mittel. Ich nehme das mal als Mittel. Und, ja, das sieht doch gut aus, oder? Geschlecht, Gesicht, Schwierigkeit, bestätigen. Ja, der ist sexy. Ja, ich würde sagen, Kampagne. Spiel starten. Energie-Antidrohnensysteme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten aneinander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer kalter Krieg. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor 2 Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist, wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Das NRC ist bald hier. Etwa eine Minute. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 1-9 umleiten. Verstanden. Leite zu Landebahn 1-1 um. Frachter 4019, wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 1-9. Kursänderung für Landung auf Landebahn 1-1. Bestätigen. Hey, wie soll's dir zu? Bestätigt. Anflug Landebahn 1-1. Okay, jetzt du. Okay, Hacker-Modul platziert. Die Dead-Ziel-Erfassung. Na super. Dead, manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert.
hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feuere! Der greift Ziel an. Feuer! Oh, Scheiße! Runter! Erledigen wir das! Und damit nochmal herzlich willkommen. Entschuldigung, warte. Herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops 3. Warte, ich muss mir gerade meine Mausintensität was höher stellen. Sonst wird es. Okay, dann kann ich. Gut. Läuft. Warte, jetzt muss ich erstmal gerade gucken, dass ich mir das hier. Wenn Sie den Absturz klären, sollten wir in diesen Uniformen vorbei können. Solange wir mit aufheben. Aufheben? Dann halt einfach die Klappe. Aufheben. So, Sammelstück entdeckt. Yay. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg, in den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köln und Waffen drunter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Also, das war jetzt schon mal ein geiler Anfang. Und, warum? Alter! Nee, immer noch nicht. Alter! Ich folge dir. So, wir gehören jetzt sozusagen zu denen. Ja. Läuft. Warte. So. Alter. Alter Vater. Warum kann ich mich eigentlich damit nicht hinlegen? Egal. Okay, warte, da muss ich mich gerade dran gewöhnen. Okay, Entschuldigung. Hallo, guten. Hallo. So. Ja, meine Damen und Herren. Alter. Wenn man drüber nachdenkt, ist es ja schon ein krasses Szenario, was sie jetzt gerade gebracht haben. Ja, wir sind im nächsten Jahrhundert und die Menschheit ist zu groß geworden. Überall gibt es Megacities und das hat einfach zu einem Kollaps geführt. Und ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir unsere Ziele durchgesetzt kriegen, die wir bekommen. Und wir sind schön unauffällig bei den Gegnern. Sind an der Sicherheitsstation. Werden Sie kontrollieren. Verstanden, Hendrix. Ich kann immer noch nicht zielen, ist ja langweilig. Los, tun wir's. Ja, dann mach es halt. Komm, mach die Scheiße. Ich kann immer noch nicht zielen. Alter, ich will auch mal schießen. Ist es jetzt hier ein Running Around geworden? Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Ah, okay. Das ist... Benutzen. Das ist aber eine interessante Tastatur. So, was kann ich machen? Nein. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Tja, Krieg ist nie... Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Oh, voll in die Eier. Ah. Taylor, wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den Nächsten. Mir ist schlecht. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Kein Treffer. Das ist er, der Minister. Er wird verlegt. Natürlich wird er das. Sonst wäre es doch keine Story. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Ah, ist schön, Folterung. Vor allem, die Kamera geht immer wieder zurück. Lass mich doch frei bewegen, du Arsch. Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. Wie er mit der... Zwei Minuten. Zwei Minuten. Ich stoppe dich.
Der Mistkerl war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir, die bin ich. Stopp! Ha! Ich hasse Ballerspiele, die es so machen, dass wenn man einmal tippt, das gewechselt wird. Warte. Oh Gott. Warte, ich muss gerade, Moment, die Steuerung und dann Kampf und dann Zielvorrichtung. So, wenn ich jetzt gedrückt halte. Au. Ihr lebt noch? Nein, ihr lebt nicht mehr. Au, au, au. Ah! Hab grad gedacht, hä? Scheißqualität. Ah, das ist Laufen? Okay. Ich hab euch hoffentlich schon mal gesagt, dass ich sauschlecht in Shootern bin. Und, ja. Oh, dass du davon überhaupt nichts abbekommen hast. Ich hab nur immer gelernt, so lange draufballern, bis Blut rauskommt. Und normalerweise funktioniert das immer ganz gut. Und, ja. Ich wollte eigentlich von dem Spiel wieder eigentlich nur so ein Let's Show machen, also kleine Teile davon, aber ich habe mich dann doch noch dagegen entschieden und habe mir gedacht, dann mache ich halt das volle. Ach, da ist noch einer. Jetzt werde ich wütend. Bist du das nicht schon? Danke. So, oh, das war aber ein schnelles Nachladen. Meine Fresse und meine Güte, sieht das Spiel gut aus. Ist schön, es läuft übrigens auf 4K und Ultra. Ja, alles super. Ich hab's nicht in Vollbild laufen, sondern in Fenstermodus, ohne Umrandung. Aus dem Grund, weil... weil ich sonst nicht aufnehmen kann. Kann ich mich hier irgendwie... Aua! Au, 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 au! Leg dich hin, du Arsch! Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Leg dich hin. Danke. So, verstecken zwecklos. Toll. Ach, nee, das ist mein Typ ist. Oh! Upsala, das ist mein Typ, ne? Ja. Lauf, auf, 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 auf. Zellenblock voraus. Mir nach. Ach Mann, er hat ihn gerade durch die Tür erschlagen. Alter. Ich gehe vor. Du brichst da ein. Ich öffne uns an. Wir taten nur, was wir tun mussten. Ich kann nicht. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drin. Nicht aufmerksam. Nicht. Auf mein Zeichen. Ein, zwei, los! Wir holen sie hier raus. Tun sie, was ich sage, dann schaffen sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck! Okay, gehen wir. Fuck ist aber ein böses Wort. Also, bitte. Das ist der. Öffne die Tür. Gebe Deckung. Ha. Er ist tot. Ich schneide den armen Kerl ab. Er ist tot. Minister. Khalil. Hendrix. Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Ja, mhm. Klingt, als wären sie uns auf dem Fersen. Nee! Wie kommst du denn jetzt da drauf? Plus eins, dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Oh.
So, dein Fortschritt wurde gespeichert. Warum speichert der denn so oft? Ja, fängt aber schon mal gut an hier. Aua, aua. Okay, es fängt nicht gut an. Ich nehme alles zurück. Ich habe nie was gesagt, Spiel. Alter. Au. Alter. Alter. Au. Okay, jetzt ist nicht mehr lustig. Und weg ist es. Alter. Oh. So, es hat so ein bisschen was von Advanced Warfare, weil manche hier mit diesen Exosuits, habe ich es richtig gesehen, und zumindest war ja am Anfang so ein Exosuit, aber das hier ist so eine sowas ähnliches davon. Zumindest, ne, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Deswegen hat es so ein bisschen was von Advanced Warfare, ist ja auch die gleiche Serie sozusagen, nur ein anderer. Aua! Du Arschloch! Na, man kann keine anderen Waffen aufnehmen. Das stört mich aber noch so ein bisschen. Ah, damit kann ich mich auch hinlegen. Aber erst komplett. Warte, ich muss nochmal gerade. Eine Sekunde. Warte mal. Bewegen. Ducken. So. Habe ich nicht ducken ein ausgesagt? Alter. Ducken. Ducken ein aus. Siehst du mal. Auf Ducken wechseln habe ich angeklickt. Okay. Hm. Was hat er? Alter. Ein aus. Jetzt hat er's. Okay. Jetzt kann ich auch vernünftig in Deckung gehen. Er bringt uns hoch zum Hangar. Kann man jetzt durchschießen? Nein, man kann nicht durchschießen. Au. Aua. Au. 17 Minuten später. Oh, es geht direkt weiter. Oh, gar kein Bildschirm, der sagt, du bist scheiße. Triff doch mal irgendwas. Alter, halt die Schnauze hier. Das sind aber schon ein paar. Meine Güte, oh Gott, bin ich schlecht im Zielen. Warte, ich muss mal meine... Warte. So. Meine Taste drücken, die hier, wenn ich die drücke, dann wird es langsamer. Seht ihr? Muss ich mal ein bisschen mehr benutzen. Dafür habe ich die Maus doch. Wer ist jetzt gut und wer ist böse? Alter. Ich bin noch dabei. Alter. Stehen ja dumm in der Gegend rum und mach gar nichts. Danke. Halt die Fresse, halt die Fresse. Halt die Schnauze. Es ist nicht explosiv. Wetten, dass es hier noch irgendwo schief geht? Es muss schief gehen. Ja, wir sind hier drin aber nicht sicher. Da kannst du durchschießen, du Genius. Fallen lassen! Runter damit! Sofort! Dann wären wir tot. Glaubt mir, wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen! Taylor, ach, die gehören zu uns. Hi, Taylor. Deine imaginäre Uhr geht vor. Schön, dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls, John. Du hast dich verändert. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Das ist nicht witzig. Halt die Fresse. Bereit zur Extraktion? Ich hab dich lieb. Halt die Fresse, Arschloch. Okay, wir können los. Bereit in 10. Dias, du spielst den... Soll ich eine blasen? Los geht's. Folgt mir. Soll ich dir eine blasen? Was? Entschuldigung. Ich laufe mal gerade hier rüber zu diesen Dingen und hole mir neue Munition. Dankeschön.